Glückstreffer. Accio. Wir haben eh verkackt. Übertriff das mal. Das schaffe ich eh nicht mehr, das weißt du. Hier. Die Runde lasse ich dir. Habe ich etwa gewonnen? Oh ja! Oh, habe ich etwa gewonnen? Ich habe gar nicht gemerkt, dass ich 100 Punkte Vorsprung habe. Oh. Oh mein Gott. Wir hätten um ein paar Galeonen wetten sollen. Wir hätten um einen Schlag noch in die Fresse wetten sollen. Dann hätte ich dir 2 gegeben. Ja, lass mal ich machen. Ich bin für noch eine Runde. Toll! Du brauchst ohnehin mehr Übung. Halt's Maul. Ich hasse ihn. Bin ich zuerst dran? Akio-Duell. Keine Runde ist wie die andere. Oh, er ist einfach so ein... Er ist einfach so ein Schwafler. Keine Runde ist wie die andere. Oh mein Gott. Komisch, du machst aber genau das gleiche wie letztes Mal. Und der Ball landet an der gleichen Stelle, obwohl keine Runde wie die andere ist. Ein Kinderspiel. Wie ist das bloß passiert? Ein Kinderspiel, oh mein Gott. Accio. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Accio. Aus dem Handgelenk. Halt's Maul. So. Das war ja unglaublich. Accio. Übertriff das mal. Ja, ich weiß gar nicht, ob das geht, weil der Ball ist da hinten am Arsch der Welt. Also. Ich könnte höchstens schubsen. Ah, Glückstreffer. Unentschieden. Immerhin nicht verloren. Unentschieden? Ehrlich? Ja. Warte, nächste Runde nehme ich dich auseinander, Bruder. Wir hätten um ein paar Galeonen wetten sollen. Wieso denn, wenn Gleichstand war? Ja, lass mal. Ich bin für noch eine Runde. Toll, du brauchst ohnehin mehr Übung. Kappe halten. Jetzt kommt er wieder. Okay, so. Accio-Duell. Keine Runde ist wie die andere. Accio. Und er macht wieder den gleichen Move. Er macht einfach original den gleichen Move. Und der Ball landet an der gleichen Stelle, aber kein Duell ist wie das andere. Ein Kinderspiel. Und er sagt auch immer das Gleiche. Komisch, ne? Dass keine Runde wie die andere ist. Oh, zu weit, zu weit, zu weit. Oh mein Gott. Tschüss. Du bist mir einfach nicht gewachsen. Ach, halt die Schnauze. Ich will dich verprügeln, du blödes Arschloch. Oh, kann man den schubsen irgendwie? Meine Güte, was für ein Pisser. Und das ist sowieso unfair, weil ich kann hier... Aus dem Handgelenk. Oh, egal. Weit? Zu weit. Ja, ich... Also, das ist irgendwie ein bisschen strange. Ach, halt. Okay. Hä, warum läuft denn der weiter, der Ball? Was war das denn? Übertriff das mal. Ich versuche jetzt mal was. Schade, ich hätte gerne noch mehr runtergekegelt. Wir hätten um ein paar Galeonen wetten sollen. Dann kannst du die Klappe halten? Lass mal neu machen. Ich bin für noch. Ja, ja, bla 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 bla. Kein Bock auf dich. So, ich will das jetzt mal ausprobieren. Er ist sowieso wieder als erstes dran. Halt die Schnauze. Dafür, dass keine Runde wie die andere ist, ne? Guck mal, genau der gleiche Move und der Ball bleibt immer an der gleichen Stelle stehen. Und rollt genau über die Kante. Ein Kinderspiel. Hat er. Ne, er hat nur 30 Punkte gekriegt. Hör mal, was passiert? Okay, warte. Ich versuche jetzt was.
Okay, ich weiß jetzt, wo ich das machen muss. Das war ja unglaublich. Ja. Akio. Aus dem Handgelenk. War es zu doll? Das war zu doll. Das ging ein bisschen daneben. Akio. Wenn dir eine Kugel runterfällt, hast du schon verkackt. Dann kannst du eh nichts mehr machen. Übertriff das mal. Wir werden das niemals gewinnen, ich schwör's euch. Die Runde lasse ich dir. Gut, ich habe keinen Bock mehr. Das ist mir zu dumm. Wir verlieren das sowieso die ganze Zeit. Gar keinen Bock mehr. Ja, ja, Klappe halten, bla bla bla. Nein, nicht jetzt. Vielleicht ein andermal. Kann ich verstehen. Komm doch später wieder, wenn du es mit jemandem von meinem Talent aufnehmen kannst. Oh mein Gott, ich will reinschlagen. Ich will so reinschlagen in diese hässliche Fratze. Oh mein Gott, das regt mich auf. Sorry, Leute, ne? Ich hasse so großkotzige Menschen. Rebellion. Boah, es tut weh. Ah, oh, das ist ja süß. Oh, guck mal. Ach, wie niedlich. Das ist toll. Okay, okay, okay. So, was müssen wir noch machen? Den Mist haben wir gemacht. Hier ist noch was. Ich bin gespannt. Hallo, wie schön, Sie zu sehen. Gareth Weasley, alles klar. Du hast mich gerufen, Gareth? Ja. Nachdem du mir schon mit der Fupa-Feder geholfen hast, kommst du mir jetzt gerade recht. Ich habe eine Idee für ein Getränk auf Basis von zischenden Wispies, aber eine wichtige Zutat fehlt. Okay. Du und deine Brauerei, ey. Du und deine Elixiere. Wie kommst du bloß auf das alles? Es ist wirklich eine Gabe. Die Hauptzutat für zischende Wispies sind vermutlich getrocknete Billywick-Stacheln. Davon sollte es ein Vorrat im Keller vom Honigtopf geben. Ich würde sie ja selbst besorgen, aber meine misstrauische Tante Mathilda meint, ich soll mich auf den Zaubertränkeunterricht konzentrieren, nicht auf meine eigenen Gebräue. Ich hatte gehofft, du könntest einen Geheimgang zum Honigtopfkeller folgen und getrocknete Billywick-Stacheln holen. Okay. Ein Geheimgang, das ist genau mein Ding. Natürlich. Man weiß nie, wann man einen guten Fluchtweg aus dem Schloss braucht. Toll, danke. Aber du solltest wissen, dass es nicht gerade schnell geht. Er ist vor allem geheim. Mhm. Der Gang ist hinter der Statue einer einäugigen Hexe im Flur im dritten Stock. Kennen wir schon. Tippe sie mit deinem Zauberstab an und sage Descendium. Okay. Ist das dann aber nicht die Statue? Willst du, dass ich etwas aus einem Laden für dich stehle? Meine Güte, ich verlange ja nicht, dass du Gringotts ausraubst. Der Honigtopf hat ja mehr als genug davon. Die braucht man für Süßigkeiten. Die vermisst doch niemand. Okay, kann man das nicht kaufen? Kann nicht jemand die Billywick-Stacheln für dich kaufen? Die kann man nicht kaufen und der Keller kann jederzeit verschlossen werden. Der beste Weg hinein und hinaus ist also der Geheimgang. Mhm. Ja gut, ich versuch's. Mal sehen, was ich tun kann, Gareth. Na gut, du darfst als Erste mein neuestes Gebräu probieren, wenn du mir hilfst. Ich will das Vielleicht gar nicht. Vielleicht kann Amid mir bei den Hausaufgaben für Zaubertränke helfen, damit meine Tante die Zügel lockert. Ich muss diese getrockneten Billywick-Stacheln holen, damit Gareth sein Gebräu fertigstellen kann. Und jetzt mal ganz ehrlich, was ist das mit Descendium? Ich kenne diesen Eine Spruch nicht. Eine einäugige Hexenstatue dürfte leicht zu finden sein. Ja, wir wissen ja, wo die ist. Das Ding ist nur, haben wir den Zauberspruch das gelernt? Das scheint die richtige Statue zu sein. Was war das Passwort?
Incendium. Mhm. Oh, wer hätte all das hier unten erwartet? Revelio. Eckige Südhalle. Okay. Was ist das? Ein Aufzug. So geht's wohl runter. Sieht aber kaputt aus. Hm? Gut, wenn das so ist, würde ich mal sagen. Reparo. Okay. Ich, das scheint gewirkt zu haben. Was hat die gesagt? Es ist irgendwie weggegangen. Revelio. Geld. Okay, hier kann man den Aufzug rufen. Wenn er nicht da ist, glaube ich. Ich wollte eigentlich Revelio machen und gucken, was hier noch so Dieses gibt. Schloss überrascht mich immer wieder. Was ist das? Farbklumpe. Ja, die brauchen wir auch. Für den Megapower-Tank. Okay. Geht's da direkt weiter? Erkunde den Geheimgang irgendwie hier, würde ich gerne mal schauen. Revelio. Ich sitze in der Falle. Wie komme ich hier raus? Du sitzt nicht in der Falle. Gehen jetzt erstmal hier lang. Ach so, das ist wieder der Weg zurück. Mhm. Wenn es mir gelingt, diese Plattform anzuheben, könnte es klappen. Ach so, dann vielleicht eher. Leviosa. Okay, gut. Ich muss irgendwie daran vorbei. Leviosa. Aber da unten sind noch Sachen. Mal so drücken. Revelio. Hm, da hinten. So.
Revelio. Okay, ich glaube, das haben wir. Reparo. Levioso. Reparo. Sieht vieles kaputt aus, ich bin nicht so sicher. Incendio. Noch einmal, dann schaffe ich es rüber. Reparo. Reparo. Na? Irgendetwas steht der Plattform im Weg. Warte mal. So. Das hat geklappt. Boah, und ich bin da fast runtergesegelt, hör mal. Reparo. Oh, ich wollte Revelio machen. War da noch was? Revelio. Hier muss es rausgehen. Ich muss einen Weg finden, dieses Tor zu öffnen. Okay, gucken wir uns das mal an. Ja, ist riecht süß. Der Honigtopf muss in der Nähe sein. Revelio. Auch nichts mehr, doch. Hier ist noch. Aber wir haben richtig alle auseinandergenommen. Ich speichere mal kurz. Wir haben lange nicht gespeichert. Hat er das jetzt gespeichert oder nicht? So, warte mal nochmal. Ist ja nimm für süßes doch. Okay. Vielleicht sollten wir uns bedecken. Ich bin da nicht so sicher. Gibt's einen gemütlicheren Ort als Hogsmeade? Der Honigtopf. Ich rieche Schokolade. Wo finde ich die getrockneten Billywig-Stacheln für Gareth? Revelio! Ich hab die Billywig-Stacheln. Jetzt zurück zu Gareth. Okay, und ich kann mir gar nicht vorstellen, wie sein neues Rezept werden wird. Geschlossen. Okay, und was ist damit? Accio. Ich weiß nicht, wozu das so leuchtet. Keine Ahnung. Der einäugigen Hexe. Okay, was? Müssen wir zurück, ne? Da ist doch was. Oder ist das nur eine Reflexion? Das ist nur eine Reflexion, aber wovon? Das ist eine ganz komische Reflexion. Okay. Ich frage mich halt, wir können eigentlich auch zurückporten, ne? Weißt du, was das machen wir? Wir haben ja jetzt hier eh alles gesehen. Das geht gar nicht. Okay, wir müssen so laufen. Oh, oh, oh. Okay, kein Problem. Wir haben uns nur die Knie aufgeschürft. Kein Problem. Wir haben einen Mega-Power-Trank für den Notfall.
Ach ja. So. Ab geht die wilde Fahrt. Ja, der Hut hat schon Style, ne? Vielleicht sollte ich mir auch so einen Zylinder besorgen. Das Let's Play. Okay, wo ist er denn jetzt? Hat er die ganze Zeit auf uns gewartet? Wollte der nicht lernen, der Idiot? Hallo Gareth, ich habe die Billywick-Stacheln. Du hast sie, fantastisch. Okay, hier sind sie. Gerne, hier hast du sie. Genial, kann's kaum erwarten. Danke nochmal. Ich melde mich, wenn mein zischendes Whisbier fertig ist. Zischendes Whisbier? Okay. Okay. Haben wir geschafft. Was machen wir jetzt? Haben wir noch Aufträge? Okay, du erst spiel. Also ich muss das gewinnen mit dem Akku-Duell. Oh Leute, ich will das gar nicht. Entschuldigung. Ich glaube, ich muss das gewinnen, oder? Kann das sein? Warte mal, hier ist irgendwas Neues. Soll ich das alles vorlesen? Ah, das machen wir... Ich weiß nicht, ob wir das machen wollen. Das ist mir irgendwie zu langweilig, das ist alles vorzulesen. Sorry. Okay. Ich weiß aber nicht, was uns das alles bringt. Wir haben irgendwelche Sachen gefunden, das bringt uns alles nichts. Ja gut, okay. Ich möchte mal die Karte nochmal anschauen. Weil ich will mal sehen, die Weltkarte, ob wir da noch Sachen, zum Beispiel in Hogsmeade, neue Aufträge haben. Nicht so aus. Weltkarte. Guck mal hier. Okay, ja gut. Kampf Arena der dunklen Künste. Was? Bekämpfe Wellen von Gegnern in dieser Kampfarena mit den unverzeihlichen Flüchen Avada Kedavra, Imperio und Curcio plus den Explosionsflugkon Fringo. Zusätzlich zu ihrem einzigartigen und verheerenden Effekten durchbrechen die unverzeihlichen Flüche alle Schutzzauber. Okay. Aber wir sind doch nicht so, oder? Verbotener Wald. Hier ist eine Prüfung Merlins und ich glaube, wir gehen dahin. Ah, da sind wieder die süßen Trompeten der Narzissen. Forbidden Forest. Okay. Ja, da wollen wir rein, ne? Hör mal. Oh.
denn da los? Was wird denn da angegriffen? Ein Hühnchen. Ich speichere mal kurz. Ich weiß nicht, ob es das Schlauste ist, direkt in den verbotenen Wald zu gehen, so, aber... Ihr kennt mich. Revelio. Hier los. Okay, ja gut. Wenn das nicht Nora Treadwells Kleidung ist. Das wird Elios nochmal. Du enttäuschst mich. Ja? Enttäuscht dich das? Ein Wilderer weniger in unserer Welt. Okay, warte mal. Ich muss jetzt erstmal gucken, wo überall die Klamotten gedroppt sind. Revelio. Da ist noch was.